Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So. Ja, was haben wir beim letzten Mal so gemacht? Wir waren unterhalb des Labyrinths in einer Höhle. Wir haben Das ist eine gute Frage. Gut, wir haben einen ziemlich nicht aufwendigen, aber langen Schrein gemacht. Kann man noch sagen. Aber ansonsten. Was letzte Folge hat relativ ruhig tatsächlich. Hallo, Kollege. Hast du auch die kleinen Vöglein, die merkwürdigsten Dinge über diesen Stall erzählen hören? Es soll ja einen Pferdegott in der Nähe geben und sogar ein höchst verdächtiges Institut. Dieser Stall muss eine wahre Goldgrube für Zeitungsartikel sein. Ich sehe da nur ein kleines Problem. Gerüchte über Prinzessin Zelda waren nicht dabei. Aber so geht es einem halt manchmal als Reporter. Dann muss man eben weiterfliegen und einen anderen Stall unter seine Fittiche nehmen. Du wirst doch komplett durchnässt. Ruh dich mal etwas im Stall aus. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Abflug! Ernsthaft? Ja, ist ja gut. Danke, Entschuldigung. Haben wir schon nachgekocht. Kriegst du nicht. Holla, die Waldfee. Wir haben 120 Opale? Ja. Also an Kohle. Also mangeln tut es uns wahrscheinlich an Kohle trotzdem noch am Ende des Tages, aber. Ja. Nee. Bin ein bisschen verwundert, dass Pein einfach abgehauen ist. Ich glaube nicht, ob wir wegen dem Institut die Quest vorweggenommen haben. Aber dann haben wir auch keine Belohnung bekommen, ne? Aber vielleicht war das halt der Clou dabei, dass das hier halt nichts ist und das, was dann auch passiert. Die Verwunderung ist da, aber am Ende des Tages ist es egal. So. Die Ausdauer haben wir, Tolin hat auch. Okay, ein Cooldown dafür. Und theoretisch können wir auch
vergleichsweise weit rüberlaufen. Ah, wird eng, aber sollten wir gut drauf landen können. So, was haben wir denn hier? Okay, was wäre das? Da hinten ist noch ein ganz voll besetztes Schiff, aber ansonsten passt das. Wo kam das denn jetzt her? Ja, durch den Schild durch oder was? Hier ist er soffen. Tempo. Dann würde ich sagen, wenn etwas verschwimmt, dann entern wir mal das nächste Schiff. Geht gar nicht. Dann klettern wir hoch. Nein, klettern wir hoch. Das geht ja auch. Das war gemein. Es brennt, aber habe ich an sich nichts gegen. Na los. Das wäre wieder ein Armutszeugnis von Skill. Aber passt. Dann versuche es immer möglichst effizient zu machen,
Macht man das eigentlich irgendwie komplett falsch? So. Die Logik missfällt mir ein bisschen wie. Hebelstein. Und den jetzt hier so dran. Solange ich Strom habe, schwebe ich. Das ist ja lustig. Schwebestein. Also wir haben hier einen Bossblin, wir haben einen silbernen. War machbar. Dass die Waffe so schnell kaputt geht, habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Warum ist das so hart windig? Krieg ich das Horn von hier? Müssen wir gleich holen. Jetzt holen wir uns noch das Item und dann haben wir die Piraten best auf jeden Fall geschafft. Okay. Hammer ist Hammer. Dann haben wir den Leuen-Quest, Dingens-Quest. Pine hatte keine Quest. Dann wäre der Stall schon erledigt und wir könnten uns aufmachen Richtung
Marlon und Richtung Leun. Und wir könnten so nebenbei dann auch in Ateno oben bei Robelo unser Teleport-Juwel damit ausgeben. Ramdas Schatz in seiner seltenen Kollektion soll in einer Höhle Nakala versteckt sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich nehme einfach an, wenn noch mehr. Man munkelt, dass es auf einer Insel nordöstlich von hier, Irland, einige sehr seltene Kleidungsstücke geben soll. Aha! Eine einsame Insel inmitten des Ozeans. Bei dem Versuch, sie schwimmen zu erreichen, würde man wohl ertrinken. Wäre nicht großartig, wenn man einen Tunnel unter dem Meer... Ja. Danke für den Hinweis. Aha, aha. Aber ja, was das angeht, die Irrgärten werde ich offscreen noch weiter natürlich erkunden. Aber ja, sich umherirren durch einen Irrgarten zu laufen, auch wenn man einen Plan hat, ist immer ein bisschen ungünstig. Oh je, Mini, wenn so viele Monster auf einmal über den Stall herfallen würden, das wäre unser Ende. Vielleicht sollte ich mich anderswo nach Arbeit umschauen, ob man wohl am Stall von Südakala jemanden sucht? Wie bitte? Du hast die alle erledigt? Jedes einzelne der Scheusale ist besiegt? Da bin ich ja... Ich meine, da fehlen mir... Moment, lass mich nur schnell schauen. Oh, tatsächlich! Ich dachte schon, du flunkerst. Ganze Heerscharen von Ungeheuern waren da unten. Aber nun sind sie restlos verschwunden. Bis zum nächsten Blutmond. Du bist ein Held. Unser aller Retter, das bist du. Und ich hatte gedacht, mir nur irgendein gewaltiger, muskelbepackter Koloss könnte den Monstern beikommen. Und dann kommst du und zeigst mir, dass ich falsch lag. Jetzt brauche ich keine Angst mehr vor den Unholden zu haben. Ach ja, sag doch mal. Hast du vielleicht eine Stallpunktekarte? Als Dankeschön für deine Heldentat schreibe ich dir 2 Punkte gut. Das ist doch was, oder? Nice. Ach, lass mich dir gleich noch was dazugeben, was du dir verdient hast. Nice. Das Leib- und Magenleckerli des Pferdegotts Marlon, der im Bereich hinter dem Stall residiert. Eigentlich wollte ich damit seine... Hilfe erflehen und ihn bitten, uns die Monster vom Hals zu schaffen. Und da das jetzt nicht mehr nötig ist, würde ich sagen, dass du damit vielleicht etwas anfangen kannst. Diese Sorte Karotten wächst nicht in dieser Gegend, also pass gut darauf auf. Und nicht selbst wegknabbern, ja? Gut, dann will ich mal zurück an die Arbeit. Vielen Dank nochmal für alles. Gerne. Schmucksattel. Okay, noch ein Pferd mehr. Läuft's. Da-da-da. Danke für den Hinweis. So. Ja, komm, gehen wir jetzt erstmal zu Marlon. Erstens, was macht er denn da jetzt? Ha.
Früher musste man hier das Leuchtfeuer wieder erzünden. Jetzt ist hier. Die Blume von Marlon. Da bin ich mal gespannt. Ich hätte so gern eine Fit-Rotte. Eine würde schon reichen. Irgendwer eine Fit-Karotte bitte? Klar. Danke. Njam. Köstlich! Du warst das, oder? Du hast mir die Fit-Karotte gegeben. Nach all der Zeit, die ich mit leerem Magen ausharren musste, hast du mich befreit. Mein Dank ist dir gewiss. Mein Name ist Marlon, ich bin der Gott der Pferde. Ich wollte dir für mein erstes Mal nach langer Zeit danken. Doch ich bin noch immer hungrig. Ich frage mich, soll ich dich fressen? Ja, kleiner Spaß. Du siehst mir nicht sehr lecker aus. Ja, aber eine Fit-Karotte wäre fein. Zum Dank würde ich dir Wünsche erfüllen. Zumindest, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Wünsche? Zum Beispiel, wenn ich Pferde ins Leben zurückholen oder ihre Fähigkeiten ver... Was? Aber wenn du meine Kräfte nutzen willst, verlange ich eine Gegenleistung, etwas zu essen. Ja, diese Fit-Karotte von eben. Die wäre angemessen. Schmackhaft, aber... Ich sehe es, du. Du hast doch leckere Sachen, leckerere Sachen. Gib mir was von deinem Proviant und all deine Wünsche werden wahr. Wie gesagt, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Was schaust du mich so an? Es geht keineswegs nur darum, dass ich mir hier den Bauch vollschlage. Ich sage das nur, um dir zu helfen. Niemals sollst du es wagen, dem Gott der Pferde auf leeren Magen zu fragen. Diese Weisheit wird seit Generationen weitergegeben. Wenn ich also ein Pferd ins Leben zurückholen oder stärken soll, musst du mir Proviant bringen. Welchen Wunsch, Pferd stärken? Es scheint, als wäre momentan keine Stärkung möglich. Weißt du auch warum? Falls nicht, dann findest du es ganz sicher noch heraus. Das ist cool. Dieses Pferd sagt mir, das ist genau... Dieses Pferd sagt mir, dass es genauso bleiben möchte, wie es gerade ist. Man merkt direkt, dass es ein sehr edles Tier ist. Als Besitzer solltest du seine Wünsche respektieren. Auf jeden Fall. Dieses Pferd sagt mir, dass es genauso bleiben möchte, wie es gerade ist. Man merkt direkt, dass es ein sehr edles Tier ist. Auch ein edles Tier. Okay. Bei den meisten brauchen wir die Rezepte ja theoretisch noch. Aber das ist tatsächlich eine Aufgabe, auf die ich mich richtig freue. Ein Pferd zu maxen. Mega geil. Hoppala.
Scheiße, was ist denn jetzt eigentlich das Highlight der Folge? Der Kampf gegen Piraten oder Marlon? Ich glaube doch schon Marlon, oder? Ich meine, wenn man es als Schlachtzeile nehmen würde, dann wäre der Kampf gegen die Piraten ja eh nicht der richtige, sondern wir haben ja noch einen späteren, einen durchaus etwas krasseren Kampf gegen Piraten. Nahmen uns vorsichtig auf Richtung Leune. Ich gucke mir bei diesen Monsterlagern übrigens immer an, ob da eine von diesen lilanen Truhen ist. Und wenn ja, dann mache ich das und ansonsten lasse ich es. Da ist er. Ein ganz normaler Leune. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einer mit zwei Händen. Alter. Holla, die Waldfee. Das Angriffspattern vom Zweihänder, Leuen hat sich aber auf jeden Fall verbessert. Ja, hier brauchen wir noch Eldra-Sachen. Wir haben aktuell nur das Eldra-Horn und das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Und selbst wenn, finde ich es ein bisschen doof, das Eldra-Horn aufzubrauchen. Aber wir können jetzt mal ein bisschen geradeaus hier gehen. Im Zweifel müssen wir hier da eh nochmal hin. Einmal wegen Ramdas Schatz. Dann wird hier wahrscheinlich auch noch eine Dingens sein. Ein Schrein. Und Abgrund ist ja auch noch. Da siehst du. So, früher war hier, glaube ich, das Basislager von Kilton. Oder einfach nur einer von seinen Stops. Nee, ich glaube, hier musst du Kilton initial angreifen.
Also die Frequenz, in der er auftaucht, ist ein bisschen lächerlich mittlerweile. Aber mir soll es egal sein. Keine Königswaffen mehr. Ah, hier. Passt. So. Das meine ich, wir kriegen halt genug Stuff. Den Bogen brauche ich nicht, die Finsterklumpen. Oh. Wieder ist in der Luft, wenn ich schreien oder was machen. Oder noch woanders. Ich glaube, am schlauesten ist es tatsächlich. Von oben zu gucken. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Das heißt, wir schauen uns an, was Ramdas Schätze noch so zu bieten haben. Eigentlich müsste das sogar der letzte sein, oder? Weil den anderen haben wir ja. Wir haben ja... Egal. Also theoretisch müsste das die Maske der Grimmingottheit sein. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also dann, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.